Hallo Leute! Was zwischen den Zähnen? Ich habe mir gedacht, dass ich jeden Monat so eine Art Serientipp euch gebe. Also ich entdecke eigentlich meistens einmal pro Monat ein bis zwei bis drei Serien, die mir sehr gut gefallen, und ich würde das gerne mit euch teilen. Folgende Serie kann ich auf jeden Fall wärmstens empfehlen, und ja. War das jetzt irgendwie brauchbar, was ich gesagt habe gerade? Ich habe folgende Serie auf Netflix entdeckt, und zwar ist es eine australische Serie. Ich habe jetzt nicht so viel Erfahrung mit australischen Serien. Es ist so eine Art Comedy-Drama, und die Serie heißt Please Like Me, und es gibt 4 Staffeln. Die Folgen dauern immer so zwischen 25 bis 30 Minuten, glaube ich, irgendwie sowas. Und es gibt, glaube ich, immer so 12 Folgen pro Staffel oder so. Und jede Folge ist lustigerweise nach einem Gericht benannt, also nach einem Essen. Und ja, jetzt sage ich mal kurz, um was es geht. Es geht um den Hauptcharakter Josh. Der ist gespielt von Josh Thomas. Der hat die Serie auch geschrieben. Also die Serie stammt auch aus seiner Feder. Und er ist wahnsinnig talentiert, muss ich wirklich sagen. Die Serie ist richtig, richtig gut und so ein richtiger Geheimtipp, finde ich, weil ich habe mich persönlich für die Serie interessiert, weil sie so gute Bewertungen auf Netflix hatte, die Kritiken waren eigentlich einhellig sehr positiv. Die Serie ist auch von seriösen Kritikern sehr gut bewertet, weshalb ich sehr neugierig war. Also wie gesagt, es geht um Josh, um ihn dreht sich es eigentlich so. Die Serie wird schon damit eingeführt, also dass Joshs Freundin mit ihm Schluss macht. Ja, weil du halt so und so, und übrigens, du bist schwul. Und er so, nein, bin ich nicht, aber er gesteht sich dann quasi dann doch ein, dass er schwul ist, und es fängt dann so mit seinem Outing an. Er outet sich jetzt so zum ersten Mal in seinem Familienkreis, in seinem Freundeskreis. Also er ist Einzelkind, seine Eltern leben getrennt, sein Vater hat schon eine neue Freundin, was seine Mutter aber noch nicht wissen darf. Seine Mutter ist irgendwie psychisch eher labil und so ein bisschen crazy. Man merkt eigentlich sofort von Anfang an, das ist so ein bisschen was anderes, als man sonst so kennt. Es ist immer so eine sehr ausgeglichene Mischung zwischen Comedy und Drama. Es ist wirklich so witzig, was auch wirklich am Hauptdarsteller größtenteils liegt. Die Dialoge sind total toll, also wirklich super geschrieben. Und er spielt es auch wahnsinnig witzig, die Serie ist charmant. Und aber wie gesagt, hat eben auch ernstere Töne. Ja, Josh lebt in einer WG mit seinem besten Freund Tom. Und ja, seine Ex-Freundin, die wird übrigens gespielt von Caitlin Stacey, das ist so die einzige, die ich so gekannt habe davor von den Darstellern. Das sind australische Schauspieler, spielt in Australien, ich glaube in Melbourne. Und die Serie handelt einfach von ihm, von seinen Freunden, von seiner, wie er so mit seinen Eltern so ist. Und auch wie so seine Dating-Erfahrungen sind als neu geouteter, frisch geouteter Homosexueller. Und ja, ich mochte die Serie sehr, sehr gerne, habe sie sehr gerne geschaut. Sie ist wirklich charmant und mal was anderes, ist ein bisschen alternativer. Ich fand sie auch realistisch. Sie ist wirklich sehr nah am Leben und auch von den Dialogen her sehr realistisch, realitätsnah. Und die Serie ist auch schon abgeschlossen, also es wird keine neuen Staffeln geben. Weshalb das eigentlich so eine schöne Serie ist, wenn man mal was Neues sucht, was man dann auch abhaken kann und wo es dann nichts Neues mehr gibt. Josh Thomas hat es auch damit begründet, dass er ja findet, dass die Serie jetzt zu Ende erzählt ist und dass es nicht nötig ist, noch mehr zu erzählen, was ich sehr sympathisch finde, weil ich eigentlich nichts weniger leiden kann als Serien, die sich zu lange hinziehen. Der australische Accent ist natürlich auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, vor allem weil ich jetzt persönlich eigentlich fast nur amerikanische und auch sonst britische Serien schaue. Ich glaube sogar, die Serie gibt es nur im Originalton auf Netflix, was mich ehrlich gesagt ein bisschen wundert, weil ich dachte immer, aufs deutsche Netflix kommen nur Sachen, die schon synchronisiert worden sind. Aber egal. Also wie gesagt, ich kann die Serie nur ins Herz legen. Sie ist wirklich sehr, sehr gut und unterhaltsam. Und ja, ich bin irgendwie auch sehr traurig, dass ich jetzt schon fertig damit bin. Aber ich werde es mir auf jeden Fall nochmal anschauen, und ich empfehle auch eigentlich nur Serien, die ich mir nochmal anschauen würde. Genau. So, das war's jetzt von meinem Video, kurz und knackig. Ich hoffe, euch hat es gefallen, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, und ciao. Ja. Bis dann.